Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Get Down auf meinem Kanal. Heute mal etwas geschillt, denn ich muss euch was erzählen. Diese drei Maps unten im Chat spielen wir heute. Den Modus kennen ja alle, schon ein bisschen länger nicht mehr gekommen auf meinem Kanal. Ich selbst schon lange nicht mehr gespielt. Mal gucken, wie gut ich hier heute bin. So, dann grundsätzlich am Anfang erstmal. Dieses Video ist vermutlich nicht weiter bearbeitet oder geschnitten oder sowas. Das erkläre ich euch alles in diesem Part. Und zwar habe ich ja schon seit längerem, und ich erwähne es auch schon seit längerem, jede Folge oder blende es immerhin ein oder so, an den komme ich schlecht dran. Okay, dachte schon, ich sterbe. Zack, zack. So. Tschüss. Oh, ich lebe noch. Gleich war es mit meinem Leben. Und zwar, ich komme irgendwie gar nicht dazu zu erzählen, weil ich einfach das nicht kann, gleichzeitig spielen und erzählen. Und ich spiele ja noch nicht mal gut oder so. Und zwar, ich habe Probleme mit meinem Schnitt- und Renderprogramm schon seit längerem und jetzt erläutere ich das euch mal ein bisschen näher. Und das sieht folgendermaßen aus. Im Video ist also vorm Rendern ist alles in Ordnung, alles synchron, alles perfekt, so wie ich es haben will. Aber sobald der Renderprozess durchgelaufen ist, ist die fertige Datei komplett zu vergessen. Denn die Tonspur hängt 10 oder 15 Sekunden hinterher und im Programm hat es sich noch perfekt angehört. So, 313 Coins, ach du Scheiße, war halt schlecht. Ich bin ja auch zweimal gestorben. Oder sogar öfters. Komm. Du kleiner Assi. So, leider musste ich ihn kurz umbringen, denn er hat mir, wie sagt man? Er hat mir einen Block geklaut, hä? Und ich verstehe keinen Spaß, wenn Leute mir einen Block klauen. Finde ich nicht witzig. Die müssen sterben. Alle. Oder zumindest Krankenhaus. Alle Friedhof oder Krankenhaus. Also, ich mache mal schön ein Programm. Folgendes ist das Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann es nicht beheben. Ich bin übergangsweise auf Virtual Dub umgestiegen, um meine Programme, um mein Video wenigstens ein bisschen halt Audiospur auf Videospur drauflegen und ab die Post, das war's. Mehr Schnitt mache ich damit nicht mehr. Das Programm ist kostenfrei. Also, das dient auch nur als Übergangslösung. Virtual Dub heißt das. Und ich will mich da, das kann auch ein bisschen mehr als das, was ich damit mache. Aber ich will mich nicht damit einarbeiten eigentlich, weil ich es auf lange Zeit nicht benutzen will. Ich suche eine Alternativlösung. Noch habe ich keine gefunden. Ich habe aber schon ein paar Kandidaten. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt für mich, dann schreibt es doch bitte in die Kommentare, denn ich... Scheiße. Ich bin so langsam echt am dem Punkt der Verzweiflung angekommen. Und normalerweise passiert es bei mir nicht so oft. Denn ich löse eigentlich meistens die Probleme. Aber da bin ich echt ratlos, was ich da machen soll. Ich hatte schon viele Probleme mit dem Programm. Ich würde es auch nicht weiterempfehlen übrigens. Allerdings, Oxio Game Capture ist halt auch, das Programm ist kostenlos dabei halt beim Capture-Gerät. Und deswegen würde ich sagen, ist es eigentlich, dass man dann auch nicht so viel erwarten darf, wenn es da kostenlos einfach dabei ist. Allerdings würde ich schon erwarten, dass es funktioniert. Ja, also ich erwarte nicht, dass es die Effekte auf Boom kann oder so, aber ich erwarte, dass es funktioniert. Ja. Wo ist der Typ hin? Alles klar. Nein! Der Sprung ging ein bisschen daneben.
Wie komme ich an diesen Blokskowski? Wir wollen jetzt 828. Wir müssen übrigens ein OP-Schwert und einen OP-Bogen machen. Und zusätzlich eine gute Rüstung. Ich hoffe, der Typ ist tot. Ich habe ihn nämlich gar nicht gesehen. Muss man mal im Schnitt angucken. Haha. Kann ich ja nicht. Weil mit dem Programm finde ich mich echt nicht ganz so recht. Oh, da bin ich irgendwo oben angestoßen. So. Nein! Ich war auch schon fast unten. 800, fast 900 Coins habe ich. So, du musst sterben. Ich glaube, das war auch der mir gerade schon meinen Block geklaut hatte. Na, du willst auch sterben, ne? Du willst sterben! Hat mir mein Agent gesagt, dass er sterben will. Das ist hier alles confirm. Okay. Ich habe 917 Coins. Hey, wie habe ich das denn jetzt gemacht? Ich habe doch gar nichts eingesammelt. Ach, wahrscheinlich, weil ich einen getötet habe. Jo, dritte Runde kommt jetzt, glaube ich. Nee, das war schon. Das war's ja schon. Das war's ja schon. So. 123 habe ich noch. War ich gerade so. Oh, scheiße. Das ist. Einen Coin. Ja, gut. Punch und Flamme 1. Ja, Flamme 1 habe ich ja schon. Ah, Power 4. Immer noch kein Infinity. Ah, Infinity. Okay, Bogen ist fertiggestellt. Sharpness 4 oder Fire Aspect 2 nehme ich nur. Sharpness 4. Okay, dann versuchen wir mal noch Fire Aspect 2 zu bekommen. 1. Oder war es scheiße? Komm. Fire Aspect 1. Nimm das billigere natürlich. So, schnell anziehen. Ich hab den Pfeil. Okay. Fuck it. Einmal angezündet und rennen. Anzünden und rennen. Hauptsache irgendwie Schaden verursachen. Jo, nice. Nein, 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 nein. Renn, 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 renn. Mal anzünden. Okay, nicht sterben jetzt, nicht sterben. Mein Vorteil, mein Schwert macht halt eben auch gut Damage. Jo, nice, dankeschön. Bro, danke. Fuck it. Zum Glück hat mein Schwert mehr Schaden gemacht. Meine Rüstung war halt auch besser. Komm, mit Sharpness 1 und Fire Aspect 1. Wie lächerlich. In 3 Kills, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Also, wenn ihr Vorschläge habt, Schnitt- und Renderprogramm, bitte, bitte helft mir in den Kommentaren doch. Bin echt am Verzweifeln und, ja, deswegen auch nur eine Runde, denn ich habe noch nicht herausgefunden, wie ich 2 Clips hintereinander schneiden kann in Virtual Dub. Also, ihr wisst schon, ne? Mining Move hat anscheinend extra Herzen, denn sonst könnte er keinen killen, während er 14 Herzen hat. Schon mal gut zu wissen, er hat auch 15 Herzen hat er mindestens. Mindestens. Ich muss.
echt gut aufpassen. Er hat keinen Flamebogen, so wie ich. Also oben kommt Mining Move. Fuck, er hat einen. Eigentlich will ich auf Mining Move gehen, denn der hat auch enchantete Rüstung und wesentlich besseres Equip. Er hat nämlich wahrscheinlich viele, viele, viele Tokens gehabt. Und er hat Dorn. Aber er kassiert Hits. Ich will ihm eigentlich nicht zu nahe kommen. Das Problem ist, er garantiert auch ein gutes Schwert. Und er hat definitiv einen starken Rüstungsvorteil. Durch die Enchantments eben. Aber ich habe mich gerade immerhin mal ein bisschen. Nein. Hör auf mit dem Bogen zu schießen. Hör auf, hör auf, hör auf. Hör auf. Hör auf, hör auf, hör auf. Oh mein Gott. Wie ich ihn halt auch nicht treffe. Nein. Oh mein Gott. Ich glaube, er weiß gar nicht, dass ich auch ein starkes Schwert habe. Er kriegt mich. Er hat mich. Mit wie viel Herzen? 11! Oh mein Gott, was hat er für eine Rüstung gehabt? Aber ich habe immerhin 3 Kills gemacht, Runden dauert 12 Minuten, das heißt, das ist ganz in Ordnung. Eine ganz gute Partylänge zum Glück, denn ich kann halt da mit Virtual Dub echt nicht viel machen. Würde ihm da gerne noch ein GG schreiben, aber es geht hier leider nicht aus dem toten Chat, glaube ich hier. So. Dann würde ich sagen, das war's von diesem Part. Wenn es euch gefallen hat, lass mal einen Däumchen nach oben. Da oben ist ja einer. Peace, du bist in meiner Verabschiedung. Peace, peace. Dann würde ich sagen, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.